diese... Nein. So, liebe Freunde, Glückwunsch. Was? Glückwunsch. Nee, Quatsch. Herzlichen Glückwunsch. Nee, Quatsch. Herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Diesmal bin ich der Keller. Der Keller. Glückwunsch. Ich bin das Kellerkind. Ich hab zu spät aufgenommen. Scheiß drauf. Macht nichts. Einfach Aufnahme drücken. Ja. Ja, manchmal muss man einfach mit der Ansage dann in das Gequake rein. Hallo Aaron, hallo. Hallo. Ja. Machst du Aufnahme? Ja. Aber ein bisschen später. Ach komm, das gibt's doch gar nicht. Hast du mich gerochen oder was? Ich sehe deine Spur, wenn du ständig sprintest. Hab ich doch gesagt. Ich bin nicht gesprintet. Ich bin schon am Boden. Und direkt habe ich mich freiwillig am Haken gelegt. Lass mich noch mal eine halbe Stunde wickeln, ja? Sei mal so nett. Ach nee, komm. Leute, ich brauch Hilfe, ich hänge da so rum. Der Onkel bei dir noch? Nee, ich seh ihn nicht. Ich hab zwar Herzklopfen, aber er ist gerade in die Hütte reingegangen. Nee, er ist nicht da. Ja, der Onkel ist schon ein Killer, ich sag euch das. Der weiß genau, wie das nicht geht. Dafür habe ich euch aber am Anfang ganz schön satt gemacht, meine lieben Freunde. Ach die. Leute, irgendeiner von euch muss mir mal ganz kurz eine Rückmassage geben, damit ich wieder laufen kann. Geht das auch so oder braucht man so ein Medikat? Nein, es geht auch so. Nee, du kannst mich auch so befummeln. Brauchst keine Katze. Egal wer da steht, bleib mal stehen. Ich bin genau hinter dir. Komm mal hier ins Gebüsch. Ist schön warm. Medikat. Hallo, siehst du mich nicht? Hier bin ich. Achso. Komm. So. Einmal bitte Massage, bitte. Was für ein steifen Rücken. Alter, der hat mich übel. Oh. Was war das? So, boah, ich hab gedacht, wir werden beschossen oder so. Klar. Sehr schön. Du hast mich gebissen bei der Massage, oder? Nach der Liebesgeschichte. Ja. Nach der Liebesgeschichte auch geht's weiter. Ja, ich fühle mich schon viel wohler ich jetzt. Ich bin Soldat Chainsaw. Alter, ich wurde von der Kettensäge massakriert und er kommt mit seinen heilenden Händen. Danach bin ich wieder genäht, du. Na, hä? Das ist der Trick davon. Aaron, geh mal bitte in den Schrank. Du hast heute Schrank. Hab ich den nicht jeden Tag? Da ist nur ein kleines noch im Schrank. Wieso? Ja, dreh dich mal um. Ja. Und dann? Dann wäre ich weggekrabbelt. Das wäre ja langweilig. Ach, nicht zu den Kühen! Woanders! Kurz ich will woanders. Doch, der Ochse muss zu den Kühen. Der Ochs. Bring mir mal Mais mit, wenn du da schon rumgurkst. Popcorn gibt's nur bei mir. Wo bist du? Ich seh dich nicht mehr, mein Freund. Ja, jetzt kommst du angepisst wie eine. Ich hab mal aufgehört. Ist der bei dir? Na, er geht gerade weg. Du brauchst keine Sorgen zu haben, ich bin kein Camper. Er ist kein Camper. Also ich hab halt die Chance, ja. Hat schon wieder anstellt zu sein. Nein! Oh, hat er den gleich wieder flach gelegt, du. Schön. Der legt mich jeden Tag flach. Alter. Was hast du gesagt? Ja, und ich hab's verstanden. Du bist ein Arsch, oder? Nee. Ach komm, der sieht ja alles, ey. Ist ja unglaublich. War getarnt als Maiskorn, ja? Als Maispflanze. Leute, ich brauch dringend Hilfe. Alter, ich Leute. Bin eigentlich normalerweise am Weggehen immer, ne? Aber diesmal habt ihr jetzt echt so schnell den vom Haken gelöst, dass ich gar nicht so weit wegkam. Die hängen will nicht, nein. Oh. Wie kannst du hier an dem. Wie kannst du den Generator machen, wenn ich stehe da hinten um der Ecke? Ja, weil rechnet denn davon, dass du mit deinen Staubsaugeraugen da direkt da langläufst und mich da wegsaugst, ey.
Gibt's doch gar nicht, so warte. Mann, ey, ich denk, was ist das für ein rotes Licht? Das habe ich aber nicht bestellt. Und schon war ich am Boden zerstört. Du kannst doch die Kamera drehen, du kannst doch umgucken, wenn du einen Haken. Ja, Leute, ich habe ein Problem, ich hänge am Haken. Mit Space. Hilfe! 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 Kannst du mich nicht runterheben? Der Herr mit den. Der Herr mit den. Ja, verschobenen Augen. Ach, einer ist schon tot. Oh. Sergeant? Hast du Lust, mir zu helfen? Ah, mach mal. Mach den Generator weiter. Ja, er braucht zwei weitere. Pass auf, der steht vor mir, der campt wieder. Ich camp überhaupt nicht, du Vogel! Ja, hab ich doch gesehen. Ja, halt mal schön die Fresse, du bist Achtung, er ist im Maisfeld. Also, du kannst mich schon retten, ne? Also, so ist das nicht. Du hast ungefähr noch 5 Sekunden. Danke, das war's. Nee, ich bin gut. Das war's. Der alte Camper, der. Ich bin überhaupt kein Camper, du Vogel! Ey, halt ja die Fresse! Der größte Camper von allen muss ich hier ja mal nicht beschweren, ja. Aaron, hast du das Zelt gesehen, Aaron? Hast du es gesehen? Was? Das Zelt vom Onkel, ja, vom hey. Camper, das alte Zelt. Na, der hat einen Wohnwagen gehabt, ne? Das war dein Zeug, Junge. Ich bin bloß drüber gelaufen. Achso. Ja, ey, der hat mich beim Generator reparieren, hat er mir weggeklatscht. Weil du einfach blöd bist, dass du dort einfach weiter Generator reparierst. Ja, der war fast fertig. Der hat nur noch eine Stunde gefehlt. Aber warum machst du einen Generator, wenn der Killer da in der Nähe ist? Naja, ich hab so, weißt du, no risk, no fun. Ja, da war's noch ein... Geh doch mal weg, Onkel. Einzel Survivor. Kannst mich mal. Jetzt wär ich irgendwie in deiner Nähe. Ein kleiner Risk-Taker, ne? Ich bin gerade bei der Killer-Sicht und ich muss sagen, ich sehe nichts. Was heißt eigentlich gut? Hä? Was? Ich sag dir, dass ich mehr noch nehme. Das war schon gut jetzt. Das war echt Forrest Gump-mäßig. Rücken das weggeworfen. War als Shooter. Tapete. Und dann kommt der Kettensägen, Mann. GG. Ach, ein schönes hübsches Gesicht. Ey, der hat Bruce Mistel Kettensäge. Ich sag euch das, die Kettensäge, die führt ihn alleine. Was? Bruce Mistel? Guck mal sein Gesicht an, das ist voll schön. Ja. Yeah, der Killer. Der Killer, Killer, Killer. So geh ich auch immer bei Edeka einkaufen. Also ich komm ja, immer sofort so geht dran. Das, liebe Freunde. Das ist auch der... Jo, okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Kill. War schön mit euch. So, meine lieben Freunde, jetzt gehen wir mal wieder in Eisbacken, nicht? Nee. Ja, hallo, herzlich willkommen zu Dead by Daylight. Wie ihr seht, bin ich jetzt nicht mehr der Killer. Und wie ihr hört, ist der Revano der Killer. Ich und hat den Geist-Line. Und ja, wie ihr schon gehört habt, Sergeant Müller ist einer der Flüchtenden und auch der liebe Spielebibliothek, also der Aaron. Ach, du bist einer dieser Raben? Ja, ein Rabensvater. Hm. Wieder dieses nette Bauerndorf hier, ne? Wir sind Farmer, sind geboren auf dem Land. Ich bin nie eine Frau. Nun halt die Kuh. Mu. Leute, wo seid ihr? Macht euch mal bemerkbar. Okay. Da habe ich deine Mu aufgedeckt. Dann hat mich an den Witz mit der Kuh. Ja, aber gut. Erzählst du uns dann auch? Wir haben alle Warten gespannt. Also, kommt die erste Kuh, sagt Mu. Kommt die zweite, sagt Mumu. Wo kommen wir nicht sagt hin? Die dritte, Mumu. Tötet die erste Kuh die dritte und sagt, sie wusste zu viel. Wo sind denn die hingekommen? Hast du dafür studiert? Und mit was hat die eine Kuh die andere getötet? Frag mich doch nicht. Frag den Witzeaufsteller. Den Erfinder des Witzes. Ups. Das kann auch nicht. Alter, wo seid ihr denn richtigen Hobbits eigentlich? Ich hab den Dreiviertel-Speed-Ding hier gemacht und dann hat alles geil. Oh Mann.
Ach ja. Meine Oder kennt ihr den Witz mit den Jäger im Wald? Was, mit ja. was? Treffen mit den Jägern im Wald. Treffen sich zwei Jäger. Alleine tot. Nein. Geht ein Jäger im Wald? Ach, ein Neger, ich hab verstanden, ein Jäger. Nein, Jäger. Ein Jäger. Was sind jetzt ein Schwarzer oder ein Jäger. Ein also, Schwarzer oder ein Grün? Ein schwarzer Neger. Ein Schwarzer. Geht ein Jäger in den Wald? Wald? Geht ein Jäger im Wald, sieht man nicht. Ja, ist der perfekte Jäger. Geht ein Jäger im Wald, drückt er auf zwei Waschmaschinen. Schießt er auf beide? Die eine geht kaputt, die andere nicht. Warum? Waschmaschinen leben länger mit Cargo. Oh Gott. Alter. Oh Mann. Alter. Da hast du jetzt aber die Nacht drüber geschlafen, oder? Bevor du den rausgehauen hast. Zwei sogar. Hast du ihn selbst erfunden? Nein. Diese kleine Wichser. Oh ja, ich habe ihn gesehen, den kleinen Hessen. Mann, hier sind so viele Ecken und Winkel. Ich raste aus hier. Mann. Man, er ist so langsam hier mit dem Staubsaugerkostüm hier. Das ist Aaron, oder? Ich denk so, warum läuft der? Weißt du, wo er ist? Nö. Nee. Mann, der ist weggelaufen. Ja. Bis ich mich auch entzaubert hab, da bist du schon. Deswegen ist der Geist gelaufen. Auch nicht so pralle. Ja, ich weiß ja nicht, wie die Tarnung so ist, aber. Ja, man sieht ihn schon. Jetzt zum Beispiel sehe ich dich. Wenn ich mich enttarne, ne? Dann hört man Herzschlag wieder. Scheiße. Mein Freund, oh, der muss sich auch die Waffe mal putzen, ne? Wenn ich dich getroffen habe. Alle. Muss ja doch sein. Ja, ja, klar. Ich darf dich ja sonst nicht verhauen. Ja. Nein! Ja, ja. Nein. Es ist so schön, dass ich dich. Komm her, aber die Klinge hier, die ich gebaut habe aus dem Totenkopf da und den Knochen so, die sieht schon echt geil aus. Na ja. Hat so ein bisschen Potato-Style. Es ruckelt wieder bei dem Spiel, warum? Ein bisschen. Ach nee. Alter, aber aufs Heftigste. Ich glaube, meine Festplatte ist voll. Oh, ja, bitte schlag mich, ey. Oh ja, yeah. Hey. Peitscht mich aus, so Lümmel, du, noch einmal. Oh, das Blut klebt an meinen Bildschirmrand. Warte, ich habe mal eine Frage. Siehst du mich jetzt noch? Ja. Du kannst mal aufhören zu kämpfen. Mach ich nicht, ich bin unsichtbar. Das heißt, wenn jetzt einer kommt, muss ich mir erstmal unsichtbar, so wie jetzt. Ich bin geblendet! Oh mein Gott, wie kann man denn den Geist blenden? Ich bin doch unsichtbar. Wo bist du? Oh, bist aber mal rausgehst. Ja, ich war geblendet. Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Ich weiß, also Grivano, da kämpft wieder nur rum. Ich kämpfe überhaupt nicht. Natürlich. Ja, nur ein bisschen. Ja. Was? Ich hab nicht mal was gedrückt. Ach, du bist schon tot. Ich hab grad gedacht. Ja, ich hab. Ja, das ist die ganze Zeit am Kämpfen dort. Nee, ich war nicht. Nein, überhaupt nicht. Nö. Ey. Ey, die ganze Zeit beschwert. Jetzt habt ihr es selber gesehen, liebe Leute. Er ist die ganze Zeit am Nörgeln, dass wir hier mal um das Ding rumlaufen. Und der steht die ganze Zeit dort mit dem Haken rum. Nein, das ist Kacke, Rivano. Scheiße. Hab nicht gekämpft. Doch, hast du? Nein, hab ich nicht. Bin weit weggelaufen. War ich bei dir in Sichtreichweite, wo ich dann. Ja. Nein, ich rede von Spielebibliothek. Ja, natürlich, ich war ja bei Spielebibliothek. Ja, natürlich habe ich. Aber gesehen. Nicht die ganze Zeit. Ich natürlich bin ja war ich die ganze Zeit bei Spielebibliothek. Ich sag mal zu 90%. Von 100. Zu 99 war ich da. Ich guck mir das Video bei dir an und ich werde dich dann nicht sehen. Ich war ja auch geblendet, da kann ich nichts dafür, da bin ich nicht weg. Ist klar, wenn man mich ansieht. Da kann man mich auch nicht weglassen.
Oh, ich sehe die zwei Hobbits nicht, ey. Die machen die Maus nicht mehr. Gib dir einen Tipp, wo die sind im Wald. Im rechten oder im linken? Der in die Mitte. Ah, Mitte. Okay. Am Waldesrand spaziere ich entlang. Du kannst doch mal die magische Miesmuschel fragen. Hab ich schon. Oh. Ah, die war, die sagte, sind hier irgendwo. Ich weiß noch nicht wo. Ja. Die lassen zu selten Generator platzen, dann kann ich die nicht sehen. Ja, weil niemand das will, ne? Also, keiner hat kein. Niemand hat Bock, sowas zu reparieren. Kein Ausguckspunkt hier, das ist grauen. Das ist so vernebelt und so unscharf und weitsichtig, ganz extrem. Ist eigentlich immer noch Early Access, ja, ne? Ja. Ja, ich wollte noch eine Pause weg. Nein? Haben gleich. Ja, was soll ich machen, ne? Sehr schön. Alter, da hat sie irgendwie eine Atomsirene, ey. Ich mach rüber. Ja, Revan, du hast wohl nur noch 50-50. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Keine Ahnung. Schon schwierig. Ziemlich groß hier und die rennen immer nur weg. Ja, können die auch nicht in die Arme tappen, ne? Ja, ehrlich, aber einen habe ich gekillt. War schön. Ja. Hat Spaß gemacht, die aufzuschlitzen. Okay. Sehr schön. Wenigstens ihr beide habt es geschafft. Zwei Tore offen. Ja, dann go. Erst bei dir. Jo, ich bin draußen. Sehr schön. Noch ein Hit, dann wäre ich down gewesen. Und ich habe eine Karte. meiner war ja so Friede, Freude, Eierkuchen, da muss er erstmal wieder die Waffe abputzen, weißt du, wenn er dich geschlagen hat. Ich hab doch nicht beschmutzt. Wäre Schwachsinn, wenn er gleich zweimal nacheinander zuschlagen könnte. Wäre doch totaler Schwachsinn. Stell dir mal vor, wie doof das wäre für dich, wenn du. Wäre es nicht geil, wenn du die Klappe finden würdest? Lokal überlegen, ich glaube, das mache ich mal. Was? Klappe? Was lacht ihr so? Weiß ich nicht. Einfach so ein Witz bei Google. Ja, bin vorbeigelaufen. Nö. Ach Quatsch. Nee. Ich hab nur einen Witz über Google gefunden. Gar nicht. Und das Sachwitz bei Google? War ich überall. Das sagt vieles. Lies vor. Buchstabier den Witz. Warum können Frauen keinen Ski fahren? Wie? Weil sie nicht. Warum können Frauen Ski fahren? Weil es in der Küche nicht schneit. Ja, da lacht Rivano wieder und so. Ich stelle mir das gerade noch bildlich vor. Gibt es mehrere Luken oder gibt es nur eine Luke? Nur eine Luke. Okay, dann weiß ich, wo die ist. Glaube ich. Vermute ich. Wo rennt denn jetzt der Kopf dunkel wieder rum? Ah.
suche halt die Luke hier hinten. Ja. Vielleicht musst du mal in der Mitte gucken. Nee, nee. Da war ich ja überall. Ah. Ich höre nichts, ich sehe nichts, ich kriege keine Killermusik. Wo ist der Onkel? Zu Hause. Ah. Jetzt hörst du ihn nicht, oder? Scheiße, jetzt hab ich mich schon verraten. Komm, mach einen Flintentisch. Ausgang, Ausgang. Nein! Alter! Ist das spannend? Hello. Alter, Aufgaben, Kerl. Oh nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Oh, Mann, hast du mich gut abgehangen, ey. Oh. Vielleicht, ja, vielleicht schaffst du es noch. Weiß nicht. Ja, müssen wir bestimmt gleich mal mehr. Nee. Er hängt. Ja. Nee. Schade. Naja, mag aber nicht. Du warst an der Luke. Also du, da wo du warst in dem Haus, da war die Luke. Nein, hab ich das ganze Haus am Storch gesucht. Nix Luke. Doch, das war da. Ich schwör's dir, da war die Luke draußen. Direkt auf der Terrasse. Nein, da, ich war ja auf der Terrasse. Da war keine Luke. Ja, aber du musstest rechts rum. Da war rechts lang, da war die Luke gewesen. Ich war dreimal da gewesen. Oh. Und du bist links runter, wo ich hochgekommen bin. Wenn du auf der anderen Seite genau... war die Luke gewesen. Aber das Risiko war es mir jetzt wert, zu verlieren. Ja, das hat noch richtig Spielspaß gemacht. So, auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Kill.